Ich heiße Hendrik Schilling und ich bin Schüler am Schiller-Gymnasium in Münster. Heute haben wir Besuch von Herrn Seidel vom Verein Nütek, einem kleinen Umweltverein aus Münster. Er hat 10 Stationen zur Solartechnik mitgebracht. Nach einer kurzen Erklärung in Deutsch, Englisch und der Gebärdensprache teilen wir uns in gemischte Gruppen auf und beginnen mit den Experimenten. Wir führen 10 Experimente durch und tragen die Ergebnisse auf diesem Blatt ein. Wir versuchen herauszufinden, wie viele Solarzellen benötigt werden, um ein Radio zum Laufen zu bringen. Wie ändert sich wohl die Stromstärke bei größerem Abstand zur Lichtquelle? Wir führen die Versuche gemeinsam mit Schülern der Ashipena School und der Hearing Impaired School aus Namibia durch. Besonders viel Spaß hatten wir bei den Experimenten mit den Tieren. An der letzten Station durften wir selbst kreativ werden. In einer anschließenden Reflexionsphase stellen wir unsere Ergebnisse vor und besprechen sie. Das war sehr interessant. Und dann haben wir das Licht drauf gehalten und man musste wirklich sehr nah dran gehen. Und dann fing es auch an. Nah an dem Auto ist, denn das Auto muss man immer genau in dem gleichen Tempo mitgehen. Like or not like, then like. You see what it's like or not like, then like.